Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn 3. Wir haben das letzte Mal im Stream aufgehört und machen jetzt ganz normal weiter. Und zwar hat sich etwas verändert. Ich habe neu gestartet und es gibt ein anderes Ergebnis, weil ich habe mal nachgeschaut, wovon hängen die Enden ab und da will ich ein bestimmtes Ende haben. Und dazu musste jemand anderes am Anfang sterben, als wie bei unserem aktuellen Spiel beide Charaktere. Also Valna oder Elaine, wer da stirbt, ob beide sterben, hängt oder hat großen Einfluss auf das Endergebnis des Spiels, beziehungsweise auf die Enden. Kurios, dass so früh schon entschieden wird, welche Enden wir bekommen, aber ich habe mich jetzt für ein anderes Ende entschieden. Welches? Tja. Ihr werdet es vielleicht herausfinden, wenn wir durchspielen. So, mein Auftrag ist jetzt hier... Wir sind mit Nyra hier. Nyra, keine Ahnung. Nyra ist, glaube ich, ein Charakter aus Vampire's Dawn 2. Das habe ich ja leider nie gespielt. Aber ich gehe davon aus, wenn ich es richtig weiß, sie ist eigentlich die Schwester von Jaina, also diesem einen Blutgeist-Mädchen-Vampir. Und die wurden irgendwann getrennt. Nyra ist zu den Kriegern gegangen und führt jetzt den heiligen, die heiligen Krieger hier an. Und naja... sechs Soldaten innerhalb der Burg für einen Stoßtrupp auswählen. Na gut. Wer bist du? Du bist ein Soldat. Lady Nyra, falls ihr aufrechnen wollt, was Nyra sagt, ich sollte ins Erdgeschoss gehen und mir meinen Trupp zusammenstellen. Dann habt eine gute Reise. Na gut, na gut. Okay. Im Inneren der Burg. Befehle sechs Soldaten oder Soldatinnen Nyra zu begleiten. Wähle nach Bauchgefühl, die einzelnen Personen haben unterschiedlich versteckte Stärkewerte. Oder? Ein guter Tag, um Vampire zu vernichten, meine... So ist es. Jeder Tag, der vergeht, macht unsere Vampire nur stärker, solange wir sie nicht bekämpfen. Was habt ihr vor, Lady Nyra? Unsere Späher haben ein Vampirversteck gefunden, in dem ein magisches Artefakt versteckt ist, das uns dabei helfen wird, den Kampf gegen die Vampire zu gewinnen. Nehm ich mit. Mein Schwertarm ist kräftig und wird die Vampire reihenweise köpfen. Na gut. Kommt in einer halben Stunde vor das Burgtor. Dort reisen wir das los zum Versteck. So ist es mal, Lady. Ich werde diese verdammten Vampire in Stücke schlagen. Das ist die richtige Einstellung. Das ist die richtige Einstellung. So, Moment. Hier sind über... Upsala, sorry. Sag doch, was die dass die Maus im Weg ist. Muhaha. Wer bist du? Lady Nyra, ich könnte erst kürzlich meinen dritten Vampir schlagen. Sehr gut, doch du darfst nicht übermütig werden, sondern auch unter den Vampiren gibt es gute und schlechte. Okay. Natürlich, my Lady. Ich plane einen Angriff aufs Vampirfilm. Bist du bereit für den nächsten Kampf? Ja, du bist aber zu unerfahren. Also ich... Oh, du bist aber ganz schön zerschunden. Lady Nyra, es sind schon wieder zwei Kameraden verschwunden. Was passiert dir nur? Ah, das will ich aufklären. Es wird Zeit, dieses Treiben ein für alle Mal zu beenden. Kein Vampir wird jemals wieder seine widerlichen Krallen an meine Soldatin oder andere Frauen in den Dörfer legen. Doch zuvor muss ich mich um ein anderes Problem kümmern. Ich brauche ein altes Artefakt, also... Ich werde euch mit all meinen Kräften... Ich weiß nicht, wer du bist und was du kannst. Du kassierst häufiger. Deswegen bleibst du. Wer bist du? Ah, du bist schon wegen älter. Erfahrener, aber in Lederrüstung. Ah. Lady Nyra, was verschafft mir die Ehre? Wollt ihr euch wieder unseren Büchern widmen? Gerade ein Angriff? Es wäre mir eine Ehre. Du bist zu alt. Keine Zeit zum Lesen. Das ist ein trauriges Schicksal, meine Freundin. Das ist ein trauriges Schicksal. So, was haben wir hier? Okay, nix. Lady Nyra, ich mache mir Sorgen um das ganze verschwundene, diese dreckige Mühe ist auf uns abgesehen. Das ist in der Tat eine meiner größten Sorgen. Doch bevor dieses Problem lösen kann, brauche ich unbedingt einen Advokat. Dann nehme ich mit. Ich werde alles geben und diese verdammt. Ja, alles? Das hört sich gut an. Also kommst du mit. Die sieht gut aus. So, und die hat mich überzeugt. Die wird alles geben. Alles. Ich will nicht mehr von. Oder ich will nicht weniger von denen als alles. Das war Nummer 2, glaube ich. Okay. Wir haben eine gewisse Auswahl. Also von daher. Schauen wir mal. Wen gibt's denn noch hier? Wer bist du? Lady Nyra, braucht ihr was von mir? Ah, Vampire zu zeigen, jederzeit, meine Lady. Ich hab viel drin, werde euch nicht enttäuschen, das verspreche ich euch. Na gut. Du
Du hast gut trainiert, also wer gut trainiert hat, darf mit. Ich muss trainieren, um gegen die verdammten Vampire bestehen zu können. Das ist die richtige Einstellung, Soldat. Ich freue mich auf meinen ersten Einsatz. Nein, du bist zu unerfahren, oder? Bist du zu unerfahren? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir hier? Auch die haben so einen Kerker. Das ist ja juicy. Warte mal, ist da jemand? Ah, da ist jemand. Du da. Voll. Kann ich euch unterstützen? Nein, ich schaue mich erst noch um. Moment. Was haben wir noch so? Was ist dort oben? Ah, wer bist du? My Lady, es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ich brauche einige Soldaten für einen Angriff. Dann nehme ich mit, my Lady. Wie ihr wisst, bin ich einer... Oh, das höre ich gern. Zusammen werden wir in die verdammten Familie... Ja, erfahrenste. Na, dann komm mit. Wer bist du? Lady Nara, ihr seht aus, als würdet ihr euch auf einen Einsatz vorbereiten. So ist es. Und ich suche fähige Frauen und Männer. Ihr könnt jederzeit mich zählen. Auch wenn ich mir noch keine Ritterrüstung verdient habe, werde ich euch voll... Du bist engagiert. Du bist sehr motiviert. Du willst dir was verdienen, also kommst du mit. Und weh, du überlebst nicht. Oder gibt's hier überhaupt was zu überleben? Ich weiß gar nicht, für was ich die auswähle tatsächlich, aber ich glaube für den Kampf. Du da. Ja, ich nehme die Frau auch noch. Ah ja, okay, ich habe genug. Um das Buch zu holen, ich sollte... Okay, wir haben genügend Leute ausgewählt. Oh, Pfeile zeigen mir, dass ich raus will. Lady Naira, wartet. Was ist mit dem? Will er auch mitkommen? Na, kann er machen. Kannst gerne mitkommen. Sir Baltor, da seid ihr ja. Habt ihr euch vor mir versteckt? Die Soldaten berichten denn mir gerade, dass ihr einen Angriff auf ein vampirischer Steck plant, um ein mächtiges Artefakt der Vampire zu erbeuten. So ist es. Und während ich fort bin, möchte ich, dass ihr weiter das Verschwinden unserer weiblichen Soldaten untersucht. Wenn wir nur die Ursache herausfinden könnten. Mir ist bewusst, dass ihr bereits seit einigen Wochen versucht zu klären, warum und wohin unsere weiblichen Soldaten verschwinden. Doch seid ihr noch nicht viel weiter gekommen und das Verschwinden zehrt an der Moral unserer Truppe. Ihr wisst ja, wie intensiv ich das Ganze bereits verfolge. Meine oberste Priorität ist es, dieses Problem zu lösen. Enttäuscht mich nicht länger, ich werde mich sonst selbst der Sache annehmen, sobald ich das Artefakt der Vampire geborgen habe. Bis dann möchte ich, dass ihr eure Bemühungen steigert. Ihr wollt euch selbst darum kümmern? Habt ihr kein Vertrauen in meine Fähigkeiten mehr? Darüber reden wir, wenn ich wieder zurück bin. Ihr sollt euch lieber weiterhin dem Kampf gegen die Vampire widmen. Ich werde das Geheimnis um das Verschwinden unserer Soldatin bald aufgeklärt haben. Gebt mir nur noch etwas Zeit, Milady. Löst das Problem, sonst muss ich mir einen anderen Hauptmann suchen. Oh, drohen. Verdammt, das nimmt kein gutes Ende. Cheat. Das ist alles deine verdammte Schuld, elendes Miststück! Halt deinen Mund! Ihr habt doch die Rune verwendet, nur deswegen sind wir jetzt in dieser Situation. Situation? So nennst du das hier? Ah, ich werde gleich hysterisch! Ah, das ist eine verdammte Katastrophe! Ich habe das verfluchte Halsband der Eldras um den Hals hängen. Ich kann nicht mehr von Asuka weg. Das ist die Katastrophe. Ich sollte dich einfach jetzt und hier köpfen und erlösen. Hure! Ohne mich bekommt ihr niemals die Bruchstücke und das Buch. Das ist auch der einzige Grund, warum dein verdammter Kopf doch nicht von mir aufgespießt wurde. Und nun hockst du wie ein kleines Hündchen an Askas Sarg und meinst, du müsstest auf ihn aufpassen. Als wenn das nötig wäre, solltest du ihn köpfen, wird das Halsband deinen kleinen Verstand aus deinem Schädel schleudern. Das ist mir egal. Hauptsache Aska bekommt die Bruchstücke niemals in seine Hände. Selbstmord hilft dir auch nicht weiter, denn dann landest du nur in der Ebene des Blutes und eines verspreche ich dir, die Schmerzen dort lassen dich deine Entscheidung in alle Ewigkeit bereuen. Als wenn du wüsstest, was wahre Schmerzen sind. Du hast doch dort garantiert noch nie gelitten. Oder wer weiß, was das Halsband mit deinem Blutgeist anstellt, wenn er deinem Körper entweicht. Noch denkst du, du hättest hier die Kontrolle, aber diese Naivität wirst du in Kürze bereuen. Bald wird Asuka wieder erwachen und dann bringst du uns zu den Bruchstücken. Falls er erwacht, diese Rune hat ihm ganz schön zugesetzt. Als wenn dich die Elras und dein liebliches Halsband nicht auch völlig ausgelaugt hätten. Du bist nur noch der elende Abklatsch eines mächtigen Vampirs. Ich verspreche dir, ich werde dieses Halsband irgendwie los und dann hacke ich deinen Körper mit meinen Krallen in 1000 Stücke. Leere Drohung, deine Krallen sind völlig nutzlos. Die Rune hat alles korrumpiert.
Ich finde einen Weg. Du bist nur eine dumme junge Vampirin, die sich in den falschen Kerl verliebt hat. Das wirst du schon bald selbst herausfinden. Ich habe dein Gelaber so unendlich satt. Ihr verdammten Skelette, bringt mir Bluttränke. Aska und ich brauchen Blut. Du solltest mir besser auch welche geben, sonst wird meine Raserei alles nur noch schlimmer machen. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, das Blut vom Boden zu lecken. Deine Naivität wird schon sehr bald dein Untergang sein. Ich hasse dich. Okay, es spitzt sich zu. Opa, was hat das alles zu bedeuten? Von nun an wurde alles nur noch schlimmer für Elaine. Sie war nun eine Gefangene von Askans Selin. Aufgrund des Halsbandes konnte sich Elaine nicht weit von Aska fortbewegen. Richtig, und Askas Vernichtung würde nur dazu führen, dass das Halsband ihr den Verstand raubt. Und was war nun mit dieser Rune? Was hat die mit den Vampiren angestellt? Alles, was die Elras erschaffen oder tun, dient nur einem Zweck, die Macht der Elras noch größer werden zu lassen. Die Rune hat die Kräfte der Vampire absorbiert? Ist das der Zweck dieser Rune gewesen? Damit die Elras die Vampire leichter vernichten können? Eine bessere Erklärung kann ich euch nicht geben. Und die Ausrüstung der Vampire wurde durch die Rune auch korrumpiert? Wie bereits gesagt, alles kann ich ja auch nicht erklären. Aber diese Rune wurde wohl nur erschaffen, um alles an einem Vampir zu zerstören oder den Vampir selbst zu vernichten. Seine Kräfte, seine Ausrüstung, seine Magie. Warum? Das macht doch keinen Sinn. Nichts wurde bei den Elras jemals ohne einen tieferen Sinn getan oder erschaffen. Wir verstehen ihn nur noch nicht. Und was hat das mit Nera und ihrer Schwester Jaina auf sich? Offenbar haben die beiden einen eigenen Plan mit Azkaban und Elaine, welcher sowohl das Zauberbuch als auch die Elras selbst beinhaltet. In der Tat. Nera führt die Menschen den Heiligen Krieg. Heutigen Kreuzzug gegen die Vampire an, doch im Hintergrund gibt Jaina die Befehle an ihre Schwester. Wie können sie Schwestern sein? Warum ist Jaina ein Vampir und Nyra nicht? Warum sieht Nyra noch so jung aus, obwohl der Krieg zwischen Aska und Elaine doch Jahrzehnte ging und der Heilige Kreuzzug doch auch schon fast so lange gegen die Vampire kämpft? Jaina und Nyra waren seit ihrer Jugend bitterlich zerstritten, naja, nachdem Jaina den Tod von Nyras bester Freundin zu verantworten hatte. Doch so viele Jahre sind vergangen und Jaina wurde in dieser Zeit von Elaine zu einem Vampir verwandelt. Sie sollte die vampirische Tochter von Elaine und Valna sein, da Vampire nicht mehr auf übliche Weise Kinder bekommen können. Das beantwortet meine Frage zu Nyra nicht. Ich kann dir darauf nicht die richtige Antwort geben, da ich sie nicht kenne. Und wer ist Vincent Vaynard? Ich habe noch nie von ihm gehört, Opa. Für euch ist er nur eine Legende, eine Geschichte, die von Nyra erzählt wird, um die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs zu gemeinsamer Stärke zu führen. Alle Menschen brauchen ein Vorbild, um Großes zu leisten. Und doch ist es sie, zumindest für euch, nichts weiter als eine weitere Lüge. Ist sie, eine Lüge, auf dem der gesamte Heilige Kreuzzug aufbaut. Unsinn, der Heilige Kreuzzug wird uns retten! Sofern er nicht schon längst von Aska ausgelöscht wurde. All die Zeit, die wir schon in diesem Gefängnis verbringen. Wie ging es mit Aska weiter? Nun, er lag tagelang in Starre in seinem Sarg. Doch währenddessen stand die Zeit nicht still. Nyra traf nach einer mehrtägigen Seereise in Erdöl ein und fand nach Janas Hinweisen das Versteck von Elaine. Diese elenden Vampire, sie haben alle Einwohner der Stadt getötet und sind dann weitergezogen. Ich werde diese verdammten Kreaturen vernichten. Immerhin waren Janas Anweisungen bislang richtig. Ich habe das Versteck unterhalb der Stadt gefunden. Hier soll sich das Buch der Elras befinden. Jetzt muss ich nur noch den Eingang in die Geheimkammer finden. In was für einen wahnsinnigen Plan hast du mich da nur reingezogen, Schwester? Ist das, was ich getan habe, wirklich der einzige Weg gewesen, um den Kampf gegen die Vampire zu gewinnen? Hat mir meine Verzweiflung blind gemacht? Nun, das werde ich wohl bald herausfinden. Geheimgang? Ich weiß, dass hier ein Geheimgang war. Nein, hier ist kein Geheimgang. So. Ich soll jetzt nach einem Geheimgang suchen, oder wie? Was? Bitte was? Und warum? Wo ist der Soldat hin? Da. Ja, gut. Wenn wir hier noch Artefakten sind, natürlich, Milady. Das ist nicht der Geheimgang. Oh, das, okay. Ach, verdammt, Blutelixier. Hier soll der Geheimgang sein, sofern Jaina mir den Weg zum Buch korrekt beschrieben hat. Hier ist der Geheimgang.
Dort zwischen den Ketten. So, was hatte Jaina mehr? Diesen Stein drücken. Dann diesen. Und als letztes den dunklen. Sehr gut, das hat geklappt. Alle zu mir, ich habe einen Geheimgang gefunden. Hier wird das Artefakt versteckt sein. Bum, bum. Ich sollte nicht davon ausgehen, dass das Buch hier ungeschützt rumliegt. Aha. Tut es aber, wie es scheint. Dort vorne ist es. Dieses Buch, seit ich jetzt das erste Mal in den Händen hielt, hat sich so viel verändert. Oh, Jaina, ich bete inständig, dass dein Plan funktioniert. Wenn nicht, habe ich diese Welt dem Untergang geweiht. Soldaten, zu mir! Die haben jetzt alle Ritterrüstung geschehen. Na schön, mal schauen, was uns hier erwartet. Oh, shit. Verdammt, das wird nicht einfach. Na schön, Soldaten, ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen, als ich euch ausgesucht habe. Gebt euer Bestes und vernichtet diese Monster. Bin ich mal gespannt, habe ich die richtige Wahl getroffen? Nein, Cliffhanger. Eine falsche Bewegung und ich reiß dir den Schädel ab. Als wenn du mich aufhalten könntest, zumal eure ganzen Vampirdiener nun fort sind. Vampire zu beherrschen funktioniert nur, solange man die Macht dazu hat. Nur wegen dir fehlt uns diese Macht. Deine verdammte Rettung hat uns alles gekostet. Zeig gefälligst mehr Dankbarkeit und Demut. Dankbarkeit? Für das hier, du dummes Schoßhündchen. Seid endlich still, alle beide. Ich muss nachdenken. Aska, sorge endlich dafür, dass sie für ihre Taten bezahlen muss. Ohne mich bekommt Aska weder die Bruchstücke noch das Buch. Und was genau bekommt er von dir? Er liebt mich. Etwas, das du niemals verstehen kannst. Du hast ja wirklich keine Ahnung, naives Ding. Ruhe, habe ich gesagt. Aber geliebt er sie? So kann das nicht weitergehen. Unsere Lage ist eine verdammte Katastrophe. Alle beherrschten Vampire sind weg. Und die Nicht-Beherrschten haben erkannt, dass du sämtliche Kräfte durch die Rune verloren hast. Deswegen haben sie sich den abtrünnigen Vampiren angeschlossen. Findest du das lustig, Schlampe? Deine Kräfte sind auch weg. Das Sklavenhalsband der Eras wird dich fortan für immer dran hindern. Du verdammte... Eure Streitereien sind wirklich nicht zu ertragen, aber ihr habt nicht Unrecht. Unsere Kräfte wurden aufgezehrt. Es hat Tage gedauert, bis ich wenigstens widerstehen konnte. Verfluchte Eras. Ich kann nicht verstehen, wo sie hergekommen sind. Du bist ja eine großartige Hilfe, Miststück! Mund halten und zuhören. Ich habe nun wieder genug Kraft, um das Buch und die Gebrauchsstücke zurückzuholen. Nur deswegen lebst du überhaupt noch allein. Wir sollten da jetzt nach Erdil aufbrechen. Als hätte ich eine Wahl. Das Halsband geschieht dir nur recht. Wir sollten lieber das Versteck der Elras nochmals erkunden. Ich konnte erkennen, dass das Gewölbe noch tiefer führt. Wir müssen herausfinden, was die Elras dort noch versteckt haben, woher sie gekommen sind. Hör nicht auf sie, Geliebter. Sie will nur davon ablenken, dass wir schnellstmöglich das Buch und die Bruchstücke holen sollten. Was für ein Elend. Ich bin zu schwach, um den Zauber der Steintafel wirken zu können. Keine Seelen, keine Macht. Und doch sollten wir jetzt schnell die Bruchstücke und das Buch holen, Geliebter. Danach können wir allein endlich köpfen. Oder wir finden im Gewölbe der Elras Antworten darauf, ob die Kräfteabsorption unserer Rune rückgängig gemacht werden kann. Unsere gesamte Kraft muss dort drinnen gebündelt sein. Verdammt nochmal, das ist was Wahres dran. Ich brauche dringend meine Macht zurück. Na schön, dann gehen wir zuerst ins Gewölbe der Elras zurück. Ohne meine Kräfte sind die Bruchstücke und das Buch der Elras nutzlos. Aber glaube nicht, dass ich irgendwann aufhöre, dich und deine Bewegung genau zu beobachten. Hurra! Hurra! Worauf wartest du? Komm gefälligst mit! Hör sofort auf, damit auf mir Befehle zu gehen. Komm nur mit, um das verdammte Halsband loszuwerden. Ich glaube, hier gibt es ein kleines Missverständnis. Was zum Teufel? Du Verdammte! Jetzt hör mir ganz genau zu, du. Das Halsband gibt mir völlige Kontrolle über dich. Wenn ich rede, hast du zu schweigen. Wenn ich kämpfe, hast du mich zu unterstützen. Und wenn ich gehe, hast du zu folgen. Wage es nicht, mich erneut zu schlagen. Nein, du wagst es besser nicht, mich nochmal zu erzürnen. Du bist jetzt meine Sklavin. Je eher du dich daran gewöhnst, umso weniger Schmerzen muss ich dir zufügen. Es reicht, jetzt schlage ich dir den Kopf ab.
Das würde ich mir jetzt nochmal ganz genau überlegen. Wenn mein Körper vernichtet wird, zerstört das Halsband deinen Verstand restlos. Bist du bereit, das nochmal durchzuleben? Gefangen in irgendeinem Irrenhaus, unfähig klar zu denken, während dein Körper langsam aber sicher verrottet? Oh ja, so haben wir sie in Vampire's Dawn 1 kennengelernt. Das, was ich übrigens nebenbei angefangen habe, wieder zu spielen. Du verdammter Mistkerl. Dann wäre das ja geklärt. Aber wo wir schon über unsere Vergangenheit reden, deine neue Frisur finde ich unerträglich. Bist du nun völlig wahnsinnig? Was interessieren dich jetzt meine Haare? Du bist jetzt meine Sklavin, kapiert? Also als solche hast du mir zu gefallen, oder muss ich doch deutlicher werden, dass du alle meine Befehle zu befolgen hast? Eines Tages wirst du das zutiefst bereuen. Dafür sorge ich. Und dein Halsband sollten wir auch verstecken. Warum, Geliebter? Das Halsband wird sie stets daran erinnern, dass sie dir gehorchen muss. Es gibt keinen Grund, es zu verstecken. Ich will, dass sie aussieht wie damals. Was meinst du damit? Was soll die Frage? Ich habe meine Gründe, also besorg ihr einen verdammten Schal. Wie du wünschst. Ja, lauf und hol mir das was Hübsches zum Anziehen, Dreckstück. Unser Meister will, dass ich aussehe wie früher. Hure, halt's Maul! Hol ihr einen Schal, Selin, damit wir endlich wegkommen. Was für ein naives Ding. Ein Wunder, dass sie noch immer an deiner Seite steht. Nicht jede Vampirin hat das innere Bedürfnis, mich zu hintergehen. Anders als du, Elaine. Unsere Vergangenheit spielt keine Rolle mehr. Das Einzige, was zählt, ist, wie ich dich so schnell wie möglich wieder loswerde. Sei einfach still und binde dir einen Zopf. Du hast wirklich deinen Verstand verloren. Hier ist der Schal, Geliebter, wie du wolltest. Danke, Selin. Und jetzt wirf den Schal über und mach dir einen Zopf, Elaine. Auch wenn ich damit aussehe wie früher, wird es niemals wieder so sein wie damals. Tu es einfach, dann ersparst du mir dir eine Menge Schmerzen. Zufrieden, Mistkerl? Gut, dann können wir nun endlich los. Die letzten Jahrzehnte haben dich ganz eindeutig noch wahnsinniger werden lassen. Sei einfach still und gehorche! Elaine ist durch das Halsband an Asuka gebunden und kann nicht weit von seiner Seite wachen. Die von ihr bislang gesammelten Gegenstände wurden mit Askas Gegenständen zusammengelegt. Die Rune der Eras hat die meisten Ausrüstungsgegenstände korrumpiert, wodurch sie nutzlos geworden sind. Prüfe, was noch übrig geblieben ist, finde möglichst bald bessere Ausrüstung. Vampire's Dawn 3 ist in der Grundeinstellung ein herausforderndes Spiel, das Taktik und die richtige Zauberball benötigt, um ins Spiel voranzukommen. Ressourcenknappheit, Blutzähne, Filar ist allgegenwärtig, da unter anderem Gegner nach ihrem Tod nicht neu erscheinen. Moment. Das Schöne ist, ich glaube, dadurch, dass die Community das bemängelt hat, dass es eben keinen Respawn gibt und sowas, also, und dass alles so schwierig ist, wurde vieles verändert. Kannst du dich auf vielfältige Art und Weise ansprechen, also mit der Person im rechten Raum. Tatsächlich, ich will es nicht so schwierig, wie es vielleicht gedacht. Aber das Schöne ist, oh, Level 5, 4 und 2. Ja, herrlich. Das Problem ist, Asuka Zeran ist, glaube ich, unser Hauptcharakter. Ich habe ja ein paar Anke bekommen. Dementsprechend. Ja. Buff ich Asuka. Als mein Main Character. Ja, ich weiß. Gruselig. Gruselig, gruselig. Meister, wollt ihr die Vampire in ihrer Gruppe aufnehmen? Ich habe keine Vampire, Leute. Was machst du hier in meinem Schloss? Oh, wow, shit. Ich bin da, um euch zu helfen. Braucht ihr denn meine Hilfe? Okay. Wie funktioniert es jetzt? Ah! Ah, shit. Ah, verdammt. Okay. Normal, okay. Oh. Sehr leichtes Juicy, weil. Also, ich glaube, ich werde auf leicht spielen bei den Gegnern, weil tatsächlich viel HP haben sie. Die sind bulkig. Das dauert einfach immer lang. Deswegen mach mal leicht.
Ja, so sei es. Das ist okay. Vollkommen in Ordnung. Und was ist mit, genau. Ah ja, da. Ressourcen. Hier, das sehen für Minen und der Halle der Opfer. Und ein Filialpreis für Silber. Ein geringer Sinn. Tatsächlich. Machen wir einen normalen. Ja. Was können wir noch einstellen? Also, tatsächlich machen wir es so wie bei Legend of Keepers. Ich mache die Feindesstärke runter und dafür Gegner respawnen will ich auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Dann werden alle in allen Gebieten, die mit einem blauen Rand in Fahne markiert sind, immer wieder neue Chancen. Fahren uns Seelen zusammen. Dann wird euer Amt spürbar einfacher. Wird keine freigeschaltet. Sechster Sinn, um sie zu finden. In allen anderen Gebieten, zum Beispiel Orte für werden die Gegner weiter nach dem Tod nicht Gegner in der Höhle der Monster ebenfalls sehen. Okay, das will ich auf jeden Fall aktivieren. Das ist, also, so waren die davor, also so war Vampire's Dawn auch. Das war ein Grind-Spiel. Und es ist halt so, dass man ein bisschen leveln will und sowas. Deswegen gerne respawn an. Was war die letzte? Das mit den Ressourcen. Nein, nicht die, ach shit. Da lassen wir es bei leicht. Ja, leichtes Abenteuer. Automatische Heilung. Mein Kampf automatisch oder Lebenspunkt sein. Wenn ihr dies aufstellt, halt ihr nach einem Kampf nicht. Keine Blut. Nee, nee, das passt schon. Automatische Heilung ist in Ordnung. Das ist angenehm. Den Ressourcenbedarf, den stellen wir auf hoch, um sozusagen meine Einstellung der einfachen Gegner. Also ich will etwas, was leichter wird und ich will etwas, was schwieriger wird. Also es ist der Silberpreis verringert, das macht euer Abenteuer schwerer. Genau. Also, ein kleines Balancing. Ich habe den Schwierigkeitsgrad meinen Belieben angepasst. Gegner gehen schneller. Dafür brauche ich mehr Gegner. Also ich muss ein bisschen mehr grinden. Das kann ich alles offscreen machen. Das ist kein Thema für mich. Und oh, theoretisch könnte ich auch den Schwierigkeitsgrad anpassen und dann offscreen grinden. Egal. Nee, so ist es, glaube ich, angenehm. Gegner sind ein bisschen leichter. Dafür brauche ich aber auch mehr, um weiterzukommen. Das ist, glaube ich, okay. So. Das ist jetzt Elaine's Sack. Was für eine Ehre. Ja, vorhin war noch der Text da, also beim letzten Mal war noch der Text da, wo ich das angesprochen habe. Das ist der Sack für eine meiner Gespielen. Das Schloss ist ohne meine ganzen Vampire, die so leer. Wir schaffen einfach neue Vampire, Geliebte. Als wenn es noch so viele Menschen auf dieser Welt gäbe, an die du ohne weiteres herankommst. Das ist wirklich ein Problem. Dieser elendige Heilige Kreuz macht es nicht einfacher. Und ohne Silber bleibt dir ohnehin nur die Möglichkeit, Vampire zu beherrschen. Freiwillig wird dir kein Vampir mehr folgen. Hör nicht auf die Schlampe, Geliebter. Wir finden wieder Möglichkeiten, Silbereinnahmen zu generieren. Bald wird dir wieder eine Armee zur Verfügung stehen. Ich werde diese Vampire beherrschen oder versklaven. Niemals wieder wird einer meiner Diener auch nur ein Silberstück von mir halten. Diese verdammten Maden haben mich verraten und hintergangen. Niemals wieder werde ich auf Loyalität Wert legen. Alles, was jetzt noch zählt, ist die Macht, diese niederen Vampire zu beherrschen. Ist dir klar, was du da sagst? Mit diesen dummen Skeletten komme ich jedenfalls nicht allzu weit. Und Vampire, deren Loyalität sich so schnell dreht wie der Wind, können mir zukünftig gestohlen bleiben. Tja. Alle Vampire, die Asuka fortan erschafft oder versklavt, können nicht wiederbelebt werden, da sie von Asuka beherrscht sind. Fortan erschafft oder versklavt. Okay. Sollte solcher Vampir im Kampf sterben, kannst du jederzeit beim Skelett im Thronsaal hier im Schloss einen weiteren Vampir in die Gruppe aufnehmen. Später kannst du auch eine Fähigkeit erlernen, um jederzeit einen weiteren Vampir in deine Gruppe zu holen. Ebenfalls wichtig sind Silberminen, die ein regelmäßiges Einkommen für Asuka generieren können. Diese Silberminen zu erobern ist essentiell, um ausreichend Filar für neue Ausrüstung zu erhalten. Die Gegner in Vampire's Dawn tragen üblicherweise kein Filar mit sich. Silberminen, das Finden von Schätzen und der Verkauf von Gegenständen sind da die Hauptmöglichkeiten, um Filar zu erhalten. Versuche daher möglichst zeitnah mindestens eine der Silberminen zu finden und unter Askas Kontrolle zu bringen. Im Keller des Schlosses befindet sich die Schatzkammer. Dort kannst du dann das Silber in Filar umtauschen. Das Questlog wurde nun um die Nebenaufgabe zum Erobern einer Silbermine ergänzt. Dort findest du ab sofort auch alle anderen Nebenaufgaben, die du im Laufe des Spiels erhältst. Oh ja, es gibt sehr viele. Es gibt super viele Nebenaufgaben. Questlog. Da sieht man auch Stufe 5. Stufe 20. Stufe 30 Quests. Also wir sollen das machen. Sidequests. Wir sollen
nordsüdöstlich von und allein. Also theoretisch, ja, die Hauptgeschichte kann man jederzeit voranbringen. Wir können uns jetzt... Jetzt beginnt das richtige Spielerlebnis. Jetzt beginnt die Open World. Moment, was haben wir eigentlich für Gegenstände? Ausrüstung. Korrumpierte Sachen. Aha. Nahezu wertlose Stiefel. Macht er, das hat die Rüstung zerstört. Na, wertlos, wertlos, wertlos. Okay, sie ist useless. Die Eras-Magie hat diese Kralle Oh. Diese Sachen gehen aber noch. Diese Sachen funktionieren noch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Entschuldigung. Kratzenmalz. Ein Blutruhen ist besser. Mhm. Okay. Verdammt, eine Klinge mit der Macht, vampirische Fähigkeiten zu unterdrücken. Stufe 1. Ist bei allen das Optimalste. Moment. Du kannst noch Sachen nehmen. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, ich brauche dringend neues Equipment. Moment. Ich glaube, es wurde rausgepatcht. Irgendwo gab es hier ein Schild. Den habe ich aber, glaube ich, schon mitgenommen. Der war ein bisschen OP von Anfang. Das war ein Stufe 80 Schild. Ich habe, glaube ich, alles auch offscreen, also wo ich halt nochmal angefangen habe, nochmal ordentlich abgesucht, glaube ich. Dann auf zum Versteck der Eras. Nee, tu's nicht. Wir haben doch Nebenquests. Erst immer Nebenquests machen. Oh, dort links war eine Flagge. Na gut. Zum Versteck der Eras. Und da ist auch wieder eine Flagge. Sollen die schon jetzt erkennbar sein, wo hier überall Flaggen sind? Oder wo Orte sind, nennen wir es mal so. Muss ich das nicht erst erkennen? Klar, ist auch eine Flagge. Das sind aber auf jeden Fall Gebiete, wo ich trainieren könnte. Na schön, da wären wir schon wieder. Als wäre es erst vor einigen paar Stunden passiert. Aber diesmal sind wir viel schwächer als vor einigen Tagen, Asuka. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein und möglichst alle Gegner umgehen, die noch hier drin sind. Hätten wir damals nur alle Gegner vernichtet. Na schön, dann mal los. Sind wir uns hier nun zu stark für die drei Vampire. Versucht die noch verbliebenen Gegner zu umgehen. Sollte es zu einem Kampf kommen, dann versuchen, vergiss nicht zu speichern. Oh ja. Ich kann speichern. Cool. Okay. Aber wir sind noch nicht in der Open World. Und es gibt noch verbliebene Gegner hier. Oh, dort unten gab es Loot. Hier gibt es auch Loot. Okay, wir brauchen Loot. Ah, ja, 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 ja. Ja, ja. Brauchen wir bestimmt auch noch. Ah, ich habe Angst. Oh, da ist ein Gegner. I see you, Gegner, I see you. Ah, dort unten habe ich mehrere Kisten gesehen. Oh, der hat mich hier nicht gesehen? Eine Eisrune. Und sehr viele Blutelixiere. Auch nicht schlecht. Ah! Ah! Oh, die sind zu stark. Ja, ich muss... Ist die Flucht nur schwer möglich von Gegnern? Von den Gegnern hier kannst du aber fliehen. Ja, das wäre sonst ein bisschen OP. Aber das ist gut, wenn ich einfach von denen fliehen kann. Dann kann ich alles getrost erkunden. Na, hier gibt's noch Stuff. Oh shit, das sind wirklich die Gegner noch übrig, die ich nicht bekämpft habe, wie es scheint. Faszinierend. Ja, ich war ja beim letzten Mal unter Zeitdruck hier. Wieso hast du keine Zeit zum Lesen? Da könnte irgendein mächtiger Zauber drin sein. Denk doch nach. Denk doch nach, Asuka. My boy. Asuka. Hier, Blut? Gibt's? Nee, haben wir schon beim letzten Mal gesückelt. Ja, da haben wir uns gestärkt das letzte Mal. Okay, ich bin gespannt. Wir sollten hier nochmal reingehen. Also sind wir jetzt nochmal hier. Hier ist ein wenig dunkler. Ja, hier sind noch Gegner. Kommst du raus? Ja, dann renne ich mal von dir. Oh, ich will da nämlich rein. Weil da Kisten sind, jawohl. Oh, große Vampirsteine. Holy moly, die sind gut.
Mega-Elixiere prinzipiell aus Final Fantasy-Sicht. Ah, Hilfe! Ich werde verfolgt! Oh, shit! Das erschreckt einen aber auch. Hätte ich das gewusst, hätte ich mal vorher alles gekillt. Ein weiteres Blutelixier. Moment, war ich hier nicht mal? Stimmt, ich kann mich daran erinnern. Ich bin hier beim ersten Mal im Stream durchgekommen. Als ich dann offscreen nochmal neu begonnen habe, da bin ich einfach durchgerusht, so schnell wie möglich, weil da hatte ich keinen Bock da auf das ganze Zeug. Deswegen ist hier mehr, als ihr vielleicht es zuletzt gesehen habt. Aber das macht nichts, da wir hier überall wegrennen. Das ist eine schlechte Position für Gegner. Ah, stimmt, selbst an denen konnte ich vorbei. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, muss ich sagen. Ja, folg mir, folg mir, folg mir. Und jetzt greif mich an. Dann rennen wir an dir vorbei. Okay, jetzt muss der andere weg. Oder ich muss einfach an ihm vorbei. Okay, ist auch mal eine andere Mechanik hier. Nein, das war falsch. Oh, jetzt hat er sich aufgeregt, dass er mich nicht mehr sehen konnte. Aber das ist gut. Das ist alles gut. So, hier waren wir. Mir wird schlecht, wenn ich diesen Ort sehe. Also, ich denke mit Freuden daran, wie du hier gelitten hast. Miststück! Was ich mir mit dir anstellen werde, war nichts dagegen. Was ich mit dir anstellen werde, war nichts. Ja, okay. Versuch es doch. Na los, komm her. Ruhe. Ich hoffe, der Weg hier hat sich gelohnt. Dort hinten scheint der Gang noch weiter zu gehen. Na, hoffentlich gibt es dort etwas, das uns weiterhilft. Ja, das hoffe ich auch. Oh, automatische Treppe. Oh, schöner Thron. Da war eine Rune drauf. Die hat mir mein Leben geklaut. Schluck. Auf. Was zum Teufel ist das hier? Holy shit, was ist das hier? Okay. Warte, wer? Oder was ist das? Hoffentlich kein Feind, das würde wir nicht überstehen. Wenn es uns angreifen wollte, hätte es schon getan. Mein Gebieter, ihr seid zurückgekehrt. Wie kann ich euch helfen? Skyly. Gebieter? Wer bist du und was ist das hier? Wer ich bin, das ist eine komplexe Frage. Am leichtesten kann ich euch meinen Namen geben. Jeder Gebieter nennt mich anders, benennt mich, wie es euch beliebt. Der letzte Gebieter nannte mich Skyly. Skyly? Was soll das für ein Name sein? Dann gebt mir einen besseren. Nee, das passt schon. Das passt schon. Wie ihr wünscht, Gebieter. Nun zur der Erläuterung. Was ich bin? Ich wurde erschaffen, um meinen Gebietern zu dienen. Gebieter wie euch, Elras. Elras sind deine Gebieter? Ich verstehe diese Frage nicht. Ihr seid doch auch Elras Gebieter. Verdammte Teufelsmagie! Ganz ruhig, Selene. Noch scheint dieses Wesen nicht allzu aggressiv zu sein. Kein Grund zur Sorge. Ich bin nur hier, um zu dienen und zu helfen, Gebieter. Na schön. Aber was bist du? Ich wurde erschaffen, um die Halle der Opferung zu beschützen. Hier steht, nun in der Halle der Opferung, Gebieter. Noch ist sie unbenutzt, doch sie ist einsatzbereit. Niemand außer den Elras darf diese Halle betreten, doch ihr seid Elras. Daher gewähre ich euch Zutritt. Wir sind Elras? Was redet dieses Wesen da? Es muss uns wegen meines Halsbandes für Elras halten. Ich spüre deutlich die Elras-Magie in eurer Präsenz. Darum lasst mich euch helfen, die Halle der Opferung richtig zu nutzen. Dann erklär uns den Sinn und Zweck dieser Einrichtung. Sehr gerne. Was ihr hier sehen könnt, sind Opfersäulen, die jeweils 3 Opfer nebeneinander ermöglichen. Oh ja, das dachte ich mir, das sah schon so aus. Die Opfersäulen links und rechts von der Mitte der Halle geben euch hilfreiche, aber relativ schwache Kräfte. Sobald ihr alle 3 Opfer an einer Opfersäule aufgegangen habt, ist der Blutstrom zur jeweils nächsten Opfersäule frei. Wenn ihr 2 zusammengehörige Opfersäulen komplett mit Opfern befüllt, vereinigt sich der Blutstrom der beiden Säulen. Oh Gott, muss ich hier Menschenopfer erbringen oder wie? Durch die Vereinigung des Blutstroms könnt ihr eine Opfersäule mit einer höheren Machtstufe verwenden. Es ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Achtet einfach auf die Blutrinnen am Boden. Wenn ihr an einer Opfersäule Opfer bringen könnt, bewegen sich die Totenschädel an der Seite dieser
Opfersäule. Bewegen sich die Schädel nicht, könnt ihr hier noch keine Opfer erbringen. Was verstehst du unter Opfer? Nun, Gebieter, als Eldras seid ihr die mächtigste Lebensform auf dieser Welt. Eure Opfer dienen dazu, dass ihr noch mächtiger werdet. Ihr könnt Vampire oder Menschenopfer darbringen. Je nach Opfertype erhaltet ihr neben der jeweiligen Kraft auch noch weitere Vorteile. Menschenopfer erhöhen euren maximalen Lebens- und Blutvorrat. Vampirische Opfer erhöhen eure Angriffsstärke, Abwehr, Zauberstärke oder Geschwindigkeiten, je nachdem welchen Typ und welches Geschlecht ihr opfert. Zusätzlich benötigt jedes Opfer auch noch Seelen, um die magischen Kräfte freizusetzen. Was findet ihr schon heraus? Solltet ihr eine Übersicht über die Kräfte der Opfersäulen benötigen, so findet ihr diese direkt hinter mir auf den kleinen Steintafeln von mir. Könnt ihr jederzeit erfahren, wie viele Opfer ihr euren Gefängnissen warten. Opfer bringen, um neue Kräfte zu gewinnen? Das ist wenigstens ein kleiner Lichtblick in unserer erbärmlichen Situation. Durchaus, aber doch haben wir keine geeigneten Opfer. Immerhin ein paar Seelen haben wir bereits eingefangen. Und wieder mal nutzt du jede Möglichkeit, um an Macht zu gelangen, egal wie widerlich der Weg dorthin ist. Ich kann nicht länger wie ein schwächlicher, frisch verwandelter Vampir rumlaufen. Da werden wir die Opfersäulen nutzen, sobald wir geeignete Opfer gefunden haben. Mir gefällt nicht, dass diese Schlampe dadurch ebenfalls stärker wird. Solange wir nicht mal wissen, was uns nach Ansicht dieses Wesens zu Eldras macht, haben wir gar keine Ahnung, wer von den Säulen am Ende profitiert. Nun, dann werden wir es herausfinden. So können wir jedenfalls nicht länger rumlaufen. Jeder der gelaufene Vampir könnte uns besiegen. Dann sollten wir wiederkommen, sobald wir einen Menschen oder einen Vampir zum Opfern haben. Wie wäre es, wenn wir die Bruchstücke holen und dann als erstes Elaine opfern? Versuch es, Miststück! Genug! Wir werden jetzt die Bruchstücke und das Buch holen. Dann schauen wir weiter. Ihr solltet zusätzlich durch die Tür nördlich von hier treten. Dort befindet sich ebenfalls Artefakte, die euch nützlich sein dürfen. Ah ja, was gibt's hier? Oh shit. Oh shit. Oh, Moment. Alle Orte aufdecken. Blutsaugen 4. Rache erzeugen. Moment. Rechts geht's ja los. Gegnerlevel sehen. Moment. Achtet auf die Ströme. Ach so, okay. Das ist 1. Das ist... Hä? Ach Gottchen, auf der rechten Seite gibt's auch noch Sachen. Oh, so kriegt man all... Ach du Schande, man muss Opfer erbringen, sozusagen, um Fähigkeiten zu bekommen. Skelett beschwören, Zombie beschwören, Mumie und Echse beschwören. Magiehaltung, Angriffshaltung 2, Seelenkelch. Vampirtyp erkennen, Vampirkrieger. Okay. Okay, Begleiter-RP, Rachepunkte, Begleiter beleben, Crit-Abwehr. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ah ja. Okay, ich glaube, so langsam verstehe ich's. Ich schaue es mir nochmal an. Genau, jeder hat... Also ich kann da jeweils was buffen. Okay. Also jedes einzelne Opfer bringt mir eine kleine Fähigkeit. Hier wäre es zum Beispiel... Gegnerlevel sehen wäre ziemlich nützlich, glaube ich. Seelenumwandlung ist auch wahrscheinlich ziemlich nützlich. Questerfahrung plus ist... Also ich glaube, Gegnerlevel wäre das Erste, was ich machen möchte, weil... Dann erkenne ich, welche Gegner mir zu brutal sind und welche nicht. Ich kann es auch auf die schmerzliche Art und Weise kennenlernen. Aber finde ich interessant. Wir müssen Menschen und Vampire opfern, sozusagen, um stärker zu werden. Oder Fähigkeiten zu erlernen. Oh, was haben wir hier? Gebieter, ihr werdet die Artefakte hier drin sicher hilfreich finden. Wir werden sehen. Okay, erstmal, was haben wir hier? Erstmal Loot. Blutrune wieder. Was ist das? Was ist das für ein Pentagramm? Wo soll ich das wissen? Und warum zum Teufel stellst du dich mitten rein? Das erscheint mir wirklich nicht klug, Geliebter. Verdammt, was ist jetzt passiert? Die Verdammnisklinge, etwas passiert mit dir.
Die Macht der Verdammnisklinge ist gestiegen. Die Elras-Rune hat die Verdammnisklinge massiv geschwächt. Mittels dieser Pentagramme kann die Verdammnisklinge wieder an Macht gewinnen. Jedes Pentagramm kann aber nur einmal verwendet werden. Dafür wird ein bestimmter niedriger Menschlichkeitswert benötigt. Menschlichkeit steigt und fällt in Abhängigkeit von deinen Taten im Spiel. Da Ska ein nicht besonders hilfsbereiter Vampir ist, wird sein Menschlichkeitswert schnell weiter sinken. Dies ist grundsätzlich nicht schlimm und auch eine Voraussetzung für die Nutzung der Pentagramme. Aber sollte seine Menschlichkeit unter minus 50 fallen, wird das an manchen Stellen im Spiel Konsequenzen haben. Du kannst Askas Menschlichkeitswert in der Spielstandsübersicht beim Speichern oder Laden eines Spielstands sehen. Es sind viele solcher Pentagramme im Spiel versteckt. Versuche sie zu finden, denn die Verdammnisklinge kann dadurch eine extrem mächtige Waffe im Spiel werden. Wenn man die Menschlichkeit und sowas opfern möchte, so in etwa. Ah, dieser magische Edelstein sieht irgendwie inaktiv aus. Vielleicht fehlt uns noch irgendetwas, um ihn zu aktivieren. Diesen Seelenstein kannst du mittels der Opfersäulen freischalten. Ah ja. Wahrscheinlich, wenn ich alle irgendwie so und so. Und was ist das hier? Sieht ein wenig aus wie die Seelenverwerter, die wir früher immer genutzt haben. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Holy shit. Was zum Teufel war das? Unsere Runen, sie fühlen sich irgendwie anders an. Mein Gebieter, habt für euch die Macht unserer Runen entfesselt. Ihr könnt nun durch die Runen mächtige Zauber schaffen, um eure Feinde zu vernichten. Möget ihr damit diese Welt von allem unnützen Leben bereinigen. Zauber durch die Runen? Endlich mein Schritt in die richtige Richtung. Alles kommt mit einem Preis, Aska. Du solltest hoffen, dass dich diese Macht nicht am Ende selbst vernichtet. Es obliegt nun euch, diese Welt zu unterwerfen, meine Gebieter. Okay. Dann unterwerfen wir die Welt. Dann sollten wir mal schauen, was uns diese Runen bringen. Die Hauptcharaktere können nun über das Hauptmenü die Macht der Runen benutzen, um neue Zauber zu lernen. Benutze den Menüpunkt Zauberrunen, um stecke Runen in die entsprechenden Runenslots. Die verschiedenen Runentypen lassen sich unterschiedliche Zauber lernen. Wenn du mehr Runen eines einzelnen Runentyps ausrüstest, lernst du weitere Zauber dieses Runentyps. Wenn du unterschiedliche Runentypen ausrüstest, kannst du auch Kombinationszauber lernen. Beispielsweise lernt ein Charakter beim Ausrüsten einer Feuerrune oder einer Eisrune einen Wasserzauber. Kombinationszauber können ebenfalls sehr mächtig sein, also teste verschiedene Runenkombinationen aus, um die Zauber zu erlernen, um die deinen Spielstil am meisten entsprechen. Alle 10 Charakterstufen erhält ein Charakter einen weiteren Runenslot. Außerdem erhöht sich dabei auch die Runenmacht des Charakters. Runenmacht kommt bei sehr vielen Zaubern zur Geltung und erhöht die Kraft des Zaubers. Eine Feuerrune gewährt beispielsweise Zauber Feuerball. Aufgrund der Runenmacht ist dieser Zauber sowohl auf Level 1 als auch auf Level 99 noch nützlich. Steigende Runenmacht bedeutet dabei einen höheren Blutverbrauch. Das bedeutet, dass auf den Charakterstufen 10, 20, 30 sowohl die Zauber stärker werden als auch ihre Blutkosten steigen. Finde da Wege, deinen Blutvorrat bestmöglich zu kontrollieren. Okay. Na schön, ich denke, das war's. Für den Moment. Wir sollten zurückkommen, sobald wir ein paar Opfer für die Opfersäulen haben. Jetzt holen wir Elaines Bruchstück und das Buch. Dann los! Ich kann es gar nicht erwarten, dieser Schlampe endlich den Kopf abzuschlagen. Tja. Okay. Zauberrunen. Ja, gönn dir erstmal Feuer. Zauber halten. Feuerball. Zauberrunen. Was gibt's denn hier sonst noch? Was haben wir hier? Eissplitter. Okay. Zauber verlernt. Zauber halten. Schlaf. Blutstärke. Auch du kriegst Feuer. Was war hier nochmal? Schlaf, naja. Gibt viel Leben, aber Eissplitter war gut. Dann mach du lieber mit Blutrune. Blutstärke. Ich weiß gar nicht, was es macht. Okay. Das war auf jeden Fall hochinteressant wieder mal heute. Also, wir haben hier wieder ein Versteck, wo wir... Ja gut, eigentlich können wir nichts machen. Hier können wir eigentlich nichts machen. Wir können in dem Vorraum was machen. Das können wir aus... Da können wir was machen, auf jeden Fall. Also hier müssen wir Leute opfern. Und ich würde als... Erhöht... Ah, Knochentraining. Starke Faulung. Sehr gut. Gefahrensinn. Genau, das brauche ich. Die Anzeige für zu starke Gegner beinhaltet nun auch die Stufe der Gegner. Ach so. Ah, für zu starke Gegner gibt es schon eine Anzeige. Na gut, dann brauche ich es vielleicht doch nicht.
Die Stufe kann ich jetzt auch sehen. Dann kann ich gleich mir merken, wo ein Gebiet ist, wo zu stark ist. Ja gut, war auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen zuzusehen. Und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich in Elaines Versteck sehr enttäuscht sein, weil ja die heiligen Ritter schon dort waren, wie wir schon wissen. Aber wir werden es dann erst sehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.